Willkommen zurück auf der Campuswelt hier in Terraria. Ja, wir wollten eigentlich ursprünglich in die Wasserhöhle. Aber jetzt haben wir natürlich was anderes Schönes gefunden. Hier sind nämlich überall diese Dungeon-Gebäude, die wir natürlich erstmal auseinandernehmen wollen. So. Ja, da will er schon mal nicht so. Hier jetzt aber. So, zack. Ja, mit Silber, Kupfer, Träumchen. Silber, Kupfer, Träumchen. Jawohl. Wollte ich da jetzt hoch oder hier wollte ich lang? Ne? Hier ist ein Dungeon. Ich habe gerade Pause gemacht. Mensch, so ein Pech. Da vergesse ich immer die Hälfte. Gute Nacht. Und es hängt natürlich immer noch. Ich habe noch keinen Neustart gemacht. Wie man sich sicher denken kann. Gut. Gib mir das. Frechheit. So. Jetzt können wir wieder. Und ja, ich habe nicht vergessen, dass wir einen Double Jump haben. Aber ich vergesse es trotzdem immer, dass ich einen Double Jump habe. Aber naja. Diese Höhlenfledermäuse sind so nervig. Genauso wie die komischen Würmer. Und dieser Bosswurm. Der Wurmboss. Den wir einfach nicht klein kriegen. Hm. Naja. Ach komm, dann lass mal offen. Ist doch nicht so schlimm. Hier war kein Dungeon. Alles klar. Aber trotzdem hängen wir hier mal eine Fackel auf. Hier hängen wir trotzdem eine Fackel auf. So. Wenn wir schon mal da sind. Da auch. So. Jetzt geht's hier oben weiter. Jetzt wollen wir erstmal hier weiter rüberbauen. Diese Lecks, die sind ein bisschen nervig gerade. Aber gut, was willst du machen? Da kann ich nichts gegen machen. Dann müssen wir durch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die auch in der Aufnahme sieht. Ah, hier, da hat er hier dieses Kram. Das will ich, das braucht. Das brauchen wir. Ich bin mir noch nicht sicher wofür, aber ich weiß, dass man damit craften kann. Und das wollen wir natürlich auch. Damit kann man sich auch ganz nette Waffen auch herstellen und Panzerung, glaube ich, auch und Werkzeug und alles. Aus dem Grund rammen wir uns mal in die Richtung hin. Und ja, ich sehe, von hinten nähert sich ein Schleimbrocken. Ja, damit. So. Lieber 2, ganz, ganz toll. Natürlich, da kommt schon wieder die nächste Flattermaus. Na komm, na komm. Gut. Die scheint ein bisschen debil zu sein. Alles klar. Grenzdebile wahrscheinlich. Eine grenzdebile Fledermaus. Warum auch nicht. Wäre ein toller Titel, aber wir sind dafür ein bisschen zu sehr am Anfang. Ich wähle eigentlich meistens den Titel nach irgendwas, was mitten im Spiel passiert oder am Ende des Spiels oder so. Mal gucken. Oh, weiß nicht. Schauen wir mal. So. Nun, pause das doch mal ab. Junge, sei doch nicht so behäbig. Ach, hier schon wieder Wasser, glaubst du es denn? Diese Wasservorkommen. Ah, jetzt. Na du. So, jetzt haben wir sie von ihrem Leiden befreit, die grenzdebile Fledermaus. Okay, das war sie nicht. Da ist sie. Okay, gut. Weiter geht's. Ich habe schon wieder Wolfram gefunden. Es ist ja ein Traum. Ein Traum. Ich glaub's ja kaum. Ja, gut. So. Ja, cool. Ja, kommt auch so ein grenzdebiler Schleim. Schleimi, schleimi, schleimi. Ja, 35. Oh, komm, den kriegen wir klein. Gut, her damit. Sehr schön, sehr schön. So, mit unserer tollen Spitzhacke kriegen wir natürlich dieses komische Erzzeug da auch raus. Und klein und kurz und überhaupt. Wie heißt das nochmal? Purpurtan, genau. Purpurtanerz. Das kriegen wir natürlich raus. Ist das Gold? Ist das, nein, ist es natürlich kein Gold, ist nur Kupfer. Schade. Ach, man hätte ja mal Glück haben können, aber haben wir leider nie. Aber wir lassen uns trotzdem nicht beirren, trotz dass wir nicht vom Glück gestreichelt werden,
kommen wir eigentlich ganz gut immer klar. Auch wenn wir hier erstaunlich häufig sterben. Aber gut, ich glaube, das gehört hier im Spiel auch dazu. Man kann ja wieder alles einsammeln, das ist ja nicht das Problem. Das dauert dann immer ein bisschen, bis man hier wieder auftaucht, hier unten. Natürlich ist das nächste Kupfer vorkommen. Natürlich, natürlich. Es ist so gemein. Es ist so gemein, dieses Spiel. Das darf man mir nicht in die Hand geben, wo man so viel Erze farmen kann. Daran habe ich zum Beispiel Spaß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich das gerne anguckt, wie ich ja Erz kloppe. Das geht doch nicht, ey. Sowas. Voll die Bluthure bin ich hier. Achso, apropos. Fackeln darf ich natürlich nicht vergessen, ne? Natürlich. Oh, immer diese Lecks. Hör auf zu lecken. Ach, glaubst du es denn? So. Na komm. Ach, gleich zwei. Natürlich wieder ein Leck. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Lieber 6 und 46 Kupfer ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Kann man hier auch noch irgendwas? Ist hier noch was? Das wäre schön. Wenn auch nicht irgendwie notwendig, weil wir graben uns gerade in die komplett falsche Richtung. Aber gut, so finden wir tatsächlich immer neue Gebiete. Gut, auch eine Menge Dreck und eine Menge Scheiß, was wir überhaupt nicht brauchen können, aber irgendwas ist ja immer. So, komm, machen wir mal hier weiter, ne? Stein, 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 so soll es sein. Und der Dreck. Was ein Gleck. Was ein Gleck. Gleck, naja. Hier kommt jetzt hier Schlamm, glaube ich. Das Schlamm, das ist Schlamm. Aus Schlamm kann man mit dem neuen Tisch tatsächlich wertvolle oder nützliche Dinge herstellen. Ich hoffe, es wird nützlicher sein als einfach nur irgendwelche anderen Dreckblöcke. Das wäre wirklich schön. Deswegen nehme ich eigentlich den Schlamm nur mit. Ja, natürlich. Einer wieder Bauchgrämen. Ist ja schon die nächste Höhle. Das wäre schön. So. Fackel. Fuckel, Fuckel, Fuckel. Da eine. Ja, gut. Da noch eine. Hier. Gut. Dann wieder weiter nach unten. Nehmen mal auf die Dinge, die da denn kommen. So, machen wir so. Der kommt auch weg. Ja, 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 ja. Ich befreie euch gleich von eurem Leid. Gleich geht's los, gleich geht's los. So. So, na komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, ja, los, fein, großartig. Mächtig anstellen. Ach, hier guck an, was hier schon wieder los ist. Glaubst du es denn? Ach ja. Zahlen alle keine Miete. Das sind Nomaden. Also Mietnomaden, ne? Hm, da kriegen wir es, glaube ich, noch nicht. So schon. Alles klar. Das war's schon. Ah, ist ja ein Traum. Da müssen wir uns auch noch rüber basteln. Junge, 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 Junge. Und sonst ist ja aber nichts von Wert, außer dieses Platinerz. Und natürlich da oben die Schatzwaage. Jawohl. Gut, na gut. Wenn es denn so sein soll, dann können wir wenigstens gleich wieder zurück. Ach, hier. Hier ist eine Rückwand. Deswegen können wir uns hier einfach hochbauen. So eine Erdkackleiter. Gut, das klappt jetzt gerade nicht so gut. So, so ist besser. Natürlich, Spinnnetz, natürlich. Was ist das? Was sind das? Das ist scheinbar nichts. Oder sind wir voll? Sind wir voll? Nein, wir sind nicht voll. Dann weiß ich nicht, was das ist.
Gut, alles klar. Ist auch nicht so schlimm. Nee. Na komm. Na komm, na komm schon. Ich hau dir auf die Fresse. Na komm. Ah, der leckt immer, Mann. Gut, Kopfschuss. Und das? Uralter Goldhelm. Oh. Ja, aber den können wir leider nicht einschmelzen zu Gold. Schade, schade, schade. Holzpfeil. Naja. Das war nur Dreck. Gut, komm. Jetzt erstmal. Moment. Erstmal Fackeln setzen. Erstmal Fackeln. Den viel, viel wichtiger. Dass wir auch überall Beleuchtung drin haben. Damit wir nötigenfalls auch was sehen können, ne? Na, genau. Ja, gut, so ist okay. Hey, ich denke sogar mittlerweile, dass wir daran, dass wir einen Double Jump haben. Ist doch ein Träumchen. Ah, da kommt schon der nächste Kunde, weiß es. Glaubst du es denn? Dankeschön. So, mal gucken. Hier. Vielen Dank. Ja, ich höre ihn doch schon. Ich höre schon die Husche sparen. Na, wo bist du denn? Da bist du. Ich dachte, wir hätten noch den Amethysten ausgerüstet. Ist übrigens gar kein Amethyst, ist Smaragdstab. Haben wir aber nicht. Obwohl ich gerade eben wissentlich die Waffe gewechselt habe. Na, komm her. Komm her, komm her, komm. Komm schon, komm her. Tobi-Bahn. Alles klar. Hört sich ein bisschen so an wie die Tobi-Bahn. Verzeihung, Tobi. Sorry. Ach, hier kommt noch eine Tobi-Bahn. Das ist beruhigend. Ach, hier wieder so eine grenzdebile Höhlenfledermaus und noch eine. Ja, gut. Gut. 90. Sehr schön. Oh. Ja, hier kommen wir lang. Das ist schon mal sehr gut, sehr gut. Hier kommen wir nicht lang. Das ist nicht so gut. So, ja doch, so geht's. Gut, jetzt müssten wir... Wo müssen wir hin? Müssen wir hier hin? Hier war doch auch noch was. Hier war doch irgendwas. Was war denn hier? Ich dachte, ich hätte hier einen Dungeon irgendwo gesehen. So ein Kerker. Na, wohl nicht. Aber hier ist noch... Oh, hier ist auch noch Wolfram. Das wollen wir natürlich auch mitnehmen. Das wollen wir dann nicht einfach hängen lassen. Natürlich. Eine weitere Grenzdebile haben wir hier. Ja, bin schon da. Gut. Was ist das? Was ist das? Das sieht interessant aus. Das sieht aus, als würde ich das haben wollen. Und dann bauen wir uns halt hier noch hoch. Dann halt so auch noch. Wenn wir hier schon wieder runterfallen, dann ist es so. Also kommen wir jetzt auch wieder hoch. Ist doch auch wieder was Schönes, ne? So. Hier mangelt es ein wenig an Licht, finde ich. Ist aber nur so eine Grundidee. Sauber. Dankeschön. So. Da kommt hier auch noch eine irgendwo hin. Da so. Das passt schon. So. Jetzt bauen wir hier einen weiteren Weg noch entlang. So. Gut, die beiden hätten jetzt nicht sein müssen. Toll. Ich baue wieder den falschen ab. Für nichts Neues. Was ist das? Sprengstoff, alles klar. Das Wolfram, das bauen wir alles ab. Oder den Wolfram. Ich glaube, das heißt das Wolfram, ne? Ja, ich glaube schon. Was ist das? Sprengzünder, alles klar, gut. Warum ist hier ein Sprengzünder? Warum kann ich den nicht mehr rein mitnehmen, weil der nicht mehr reinpasst? Das ist ja fantastisch, fanta. Eine Fessel. Kann man die auch noch hier irgendwo ausrüsten? Das wäre schön. Jo. Gut. Passt. Sprengt sie nach Hammer. Da müssen wir ja gleich schon wieder zurückreisen. Ach du Arsch, sind wir schon wieder voll.
Ich glaub's ja nicht. Ja klar, ich könnte hier irgendwo eine Truhe aufstellen, dann könnten wir da einen ganzen Mist reinpacken, aber was haben wir davon? Dafür haben wir es nicht am Lager. Leider. Die beiden Truhen könnte ich notfalls rausschmeißen, die braucht man eigentlich quasi nicht so wirklich. Was ist denn da? Alter, 5 von diesen Grenzdebilen, ich fasse es ja nicht. Na gut. Mir soll es recht sein, von mir aus. Kupfer nehmen wir mal mit, weil da haben wir noch nicht genug von. Glaube ich. Also, hier im Rucksack, ne? Natürlich nur im Rucksack, zu Hause schon. So, als ob wir das irgendwo anders benutzen würden, das Kupfer. So, Eisen nehme ich komplett mit. Außer den einen da vielleicht, weil, ne? Und so. Schnürbel, Schnürbel, Schnürbel. Und so, da sind wir wieder. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir uns irgendwie mal um die komischen, um die wirklich sehr, sehr seltsamen Flattermäuse immer kümmern. Die jetzt leider hier überall angeschissen kommen. Oder? Oh. Das war's schon? Na gut, das ging schnell. Finde ich gut. Das möchte ich noch nicht einsammeln. Noch nicht. Ach, glaubst du es denn? Diese ganzen Kleberköpfe hier. Gut, alles klar. Haben wir das auch. Sehr schön, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt lassen wir hier mal das Wasser ein bisschen raus. Hochkommen. Da kommen hier die Platten, können wir mitnehmen. Wird es klappen. Oder auch nicht. Ja, stimmt ja. Da war ja was. Wir sind ja schon ziemlich voll. Was können wir denn nochmal benutzen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weiß ich nicht. Was können wir mal verwenden? Ein Haken. Ja, gut. Kann mitunter von Skeletten und Piranhas erbeutet werden. Ja, das ist schön, aber Pfeilfalle, brauchen wir Pfeilfallen? Aktuell gerade nicht, glaube ich. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir vielleicht mal eine Truhe hier irgendwo aufstellen. Ja, können wir natürlich, können wir eigentlich sogar so eine goldene aufstellen, warum auch nicht. Wir haben es ja, wir haben es doch. Wir haben gerade keine großartige Verwendung für Truhen. Und auch nicht für goldene. Goldene sind einfach nur schick. So. So. Da kommen wir durch, oder? Ja, hier kommen wir durch. Das ist gut. Das ist sehr gut, aber ich möchte tatsächlich hier einen etwas breiteren Weg haben. Ich weiß, wir wollen gerade eine Truhe aufstellen. Das machen wir auch gleich. So. Also wir nehmen natürlich mit, bis unser Inventar auseinanderquillt, bis es platzt. Ne? Von daher, also bitte nicht wundern, dass wir jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ich habe einfach gerade Lust dazu. So, Rückruftrank brauchen wir eigentlich keinen mehr. Jägertank verbrauchbar, zeigt Position von Feinden 5 Minuten Dauer. Ja, gut, das ist ja, ja. Könnte man, muss man ja nicht. Leuchtwurzel brauchen wir nicht. Der Haken, der bleibt da. Grüner Pilz, einen grünen Farbstoff herzustellen. Ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Webstuhl haben wir. Ich wüsste auch nicht, warum wir noch einen aufstellen sollen. Obwohl, na, wer weiß. Also ein Auge. So ein Auge brauche ich nicht schon wieder im Inventar. Sandblock. Ja, Sand. Sand. Ja, nee, aber gut. Es sei denn, man kann daraus auch tolles Material herstellen. Schlick, Schlacke und Fossilien. Was denn für Fossilien? Ich habe noch... Ach, Moment. Das könnten die komischen Brocken sein, die wir da gefunden haben, aber noch nicht aufsammeln konnten, ne? Walter Goldhelm. 4 Abwehr. Ja gut, Walter Eisenhelm, Walter Gold, Goldhelm. Alles klar. Leuchtwurzelsatz können wir mitnehmen. Müssen wir nicht. Ach, siehst du, habe ich wieder vergessen, unseren Schulhofdealer wieder zu verticken. Deswegen haben wir gerade wieder kaum Platz. Ja, das ist nicht so gut. Langsam. Naja, komm. Können wir eigentlich... Komm. Stopfen wir mal hier in die Truhe, weil das brauchen wir wirklich nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz.
Das ist schon mal sehr gut. Truhe kommt natürlich wieder rein. So, alles klar. Dann geht's jetzt mal weiter. Ach ja, da war ja noch was. Da haben wir noch was liegen lassen. Eine weitere Taucheruhr und noch Holzklappen natürlich. Ach hier, so ein Indiana Jones. Das ist also aus ihm geworden. Alles klar. Hier, man klopft die einfach nur kaputt. Schade eigentlich. Wahrscheinlich sammle ich sie mit dem falschen Werkzeug auf. Mika. Man kann ihn nicht töten? Ach, hier. Ich würde ja etwas Hand anlegen, aber letztes Mal habe ich sie erst nach einem Monat zurückgekriegt. Cool. Lila Gegengewicht. Ausrüstbar Material wirft ein Gegengewicht, nachdem er einen Feind mit einem Jojo getroffen hat. Ja, Jojo haben wir jetzt noch nicht. Fackeln haben wir, das können wir selber herstellen. Salz an uns Getränk, stellt 80 Leben wieder her, stellt 400 Mana wieder her. Verbraucher sieht schrecklich aus und riecht auch so. Kaufpreis mit Silber. Naja, Seile haben wir selber. Bomben haben wir so ein paar, so, also ein paar wenige. 7 Silber, 20 Kupfer. Könnte man theoretisch Taucheruhr schützend. Was ist das? Taucheruhr wild. Ein Nahkampftempo. Nahkampftempo. Plus 2 Abwehr. Jetzt haben die auch noch verschiedene Eigenschaften. Auch das noch. Ja, gut. Interessant. Ja, bin ich mir gerade nicht so wirklich schlüssig, was wir da mal machen können. Sprengzünder hat da keine Verwendung für, das ist okay. Bogenschießtrank, ja, Bogen haben wir leider gerade nicht dabei. Ja, gut, Jägertrank, Träumchen, Dornentrank, einen Schaden. Ja, das ist natürlich auch sehr schön, sehr angenehm. Warum will keiner hier Material kaufen, Mann? Spinnnetze, nicht mal Spinnnetze wollen sie haben. Das ist echt schade. Oh, aber die kosten dann 6 Kupfer. Moment, das machen wir mal. So. 4 Silber, 33 Kupfer, komm. Haben wir wieder einen Platz mehr. Da bezahlt auch was für. Das ist sehr schön, das ist sehr angenehm. Ja, ich weiß, wir hätten jetzt auch wieder zurück zur Truhe jumpen können. Und dann könnte man auch wieder was verticken können, theoretisch. Der Zombie. Naja, gut, warum nicht? Was haben wir noch so Schönes? Holzbalken brauchen wir eigentlich auch nicht, aber hey. Kupferkronleuchter, da hätte ich schon Verwendung für. Federsturztrank, ja, möchte ich selber haben. Amethysten verkaufe ich nicht. Das wird auf gar keinen Fall verkauft, denn den können wir offenbar nicht selber bauen. Goldruhe, tralala. Holzklappe kommt dahin. Nein, den behalten wir auch. Selbst Taucheruhr möchte ich gerne behalten. Weil sie hat plus 2 Abwehr. Und sie hat Nahkampftempo. Ja, ich weiß nicht. Gerade ein bisschen schwer zu sagen. Aber komm, das soll es eigentlich auch gewesen sein, oder? Lila Gegengewicht. Vielleicht. Aber Jojos sind, glaube ich, nur begrenzt, ne? Also haben eine sehr begrenzte Stärke. Von daher, umsonst. Ja, gut, das ist ein Heiltrank mit Mana. Aber Mana regeneriert sich bei uns automatisch. Von daher brauchen wir mehr auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir in der nächsten Folge Terraria weiter. Und bis dahin warte ich mal hier unten erstmal in der Höhle, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.